Aber die Taverne geht überall. Da haben wir eine Taverne. Sehr schön. Könnten wir hier drüben noch eine bauen. Wenn es hier wirklich keine gibt. Aber ich sehe jetzt so auf Anhieb keine. Also bauen wir hier eine Taverne hin. Ach, baut mal alles fertig. Ich warte darauf, dass meine Insel wunderschön wird. Gott sei Dank gibt es immer noch Entwicklungshilfen. Insbesondere von den Alliierten. Habe ich eigentlich irgendwo eine Botschaft? Da. Wir könnten sie loben. Lokale Schönheit, lokale Sicherheit, lokale Freiheit, lokale Umweltverschmutzung. Null. Gut. Wenn ich die lobe, verbessert die Beziehung zur Supermacht, hat eine Abkühlzeit von 24 Monaten. Gut. In 2 Jahren kann ich sie wieder loben. Jetzt aktuell sind wir bei 78. Das ist sehr schön. Delegation senden. Forderung wird erlassen. Kann 12 Monate lang nicht wieder verwendet werden. Okay, aber es sieht gut aus. Auch wenn es langsam so richtig ungemütlich rot wird. Ich hoffe, hier bricht kein Vulkan aus, dann haben wir echt Probleme. So, Spaß kommt. Transportbüro kommt. Kaserne muss ich noch bauen. Ich habe noch so viel zu tun. Wir haben gerade mal März 1916 und sind schon wieder pleite. So, der Frachter hat nicht viel gebracht. Rebellenbedrohung ist niedrig, aber wir sollten uns langsam wirklich mal um die Kaserne kümmern. Bau. Kaserne. Die setzen wir hier drüben mit hin. Die passt im Prinzip auf diese ganzen Gebäude auf. Wir helfen den Achsenmächten dabei, ihr eigenes Gold zu stehlen. Besitzen wie ich die alten Zeiten vermisse, als Gott es einfach Feuer und Schwefel auf die Niederträchtigen regnen ließ. Okay. Besitzen Sie mindestens ein Gebäude des Typs Goldbergwerk mit der Verbesserung Kanarienvogel. Das ist eine Verbesserung. Was macht die? Senkt das Risiko von Bränden in diesem Gebäude. Okay. Besser als nichts, Präsidente. Eine kostenlose Klinik. Das ist doch schon mal schön. Bauen wir mal gleich. Dienstleistung, Klinik. So, die Klinik kommt erstmal auf diese Insel oder wollen wir die hier drüben mit hinsetzen? Da, wo die ganzen Leute wohnen. Ja, wir bauen erstmal hier eine. Hier sind doch sehr viele Leute. Ach, hier ist schon eine Klinik. Nein. Ach, verdammt. Gut, dann packe ich die gleich rüber. Wird zwar was kosten, aber ist günstiger, als wenn wir jetzt eine neue bauen. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Hier sind jetzt genügend Schutzmaßnahmen getroffen. Drüben haben wir dann die Kaserne, dann wird das auch besser geschützt. Da wird noch die Taverne gebaut und die Leute brauchen ewig, um das fertig einzurichten. Wir werden hier noch ein weiteres Baubüro benötigen, aber erstmal benötige ich mehr Geld. Kommt und kauft! Es gab eine Entwicklungshilfe von 7000, das war nicht besonders viel. Forderung abgeschlossen. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung. Ich brauche die Kohle. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die so langsam produzieren hier. Beim Warenausgang kommt doch einiges zusammen. Ich verstehe das nicht. Kapazität des Vorkommens. Oh, die ist auch noch begrenzt. So, jetzt haben wir wieder neue Leute und mehr Geld. Dann gucken wir mal, dass wir das hier drüben ausbauen können und vor allem ein neues Baubüro setzen. Baubüro. Da. Ich habe das Gefühl, ich schwenke immer nur bei der Karte hin und her. Das ist ein Baubüro? Tatsächlich. Okay, aber das sehe ich hier nirgendwo. Umso besser, dass diese Insel jetzt ein eigenes bekommt. Nö, schneller Bau ist mir zu teuer. Drüben ist alles errichtet. Da warten wir noch drauf. Ich brauche mehr Geld. Warum kriege ich denn so wenig Geld? Ja, Arbeitsmodus. Yes, we can.
einheimische Vermarktung. Die Produktionsleistung sinkt um 25%, die Effizienz jedes kleinen Ladens steigt bei mittlerem Budget um 10%. Der Bonus ist bis maximal 30% kumulativ. Schockfroster, Hochdruckkonservierer. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Lager für 3480 Einheiten Fleisch und dann Konserven mit Fleisch produzieren. Produziert ihr denn wenigstens ordentlich? Ananas habt ihr jede Menge. Und baut sie gerade ab in Konserven. Aber mehr passiert auch nicht. Das ist eine Textilfabrik. Womit werdet ihr beliefert? Baumwolle und Wolle. Achso, das sind Lamas. Ah, deswegen. Okay, gut. Oh, die ist groß. Sehe ich jetzt erst. Das ist die Konservenfabrik. Da ist das Transportbüro. Sehr schön. Demonstration hat wieder begonnen. Freut mich. Demonstriert mal. Ihr seid doch alle bekloppt. Tut mir leid. Heute bitte nicht. Ja, das denke ich auch oft. Aber trotzdem muss ich mich daran wagen und alles fertig machen. Könntest du jetzt mal bitte ganz, ganz viel kaufen? Das wäre sowas von vorsintflutlich. Wir sollen Bananen herstellen. Ich baue jetzt erstmal eine Bananenplantage. So, Bananen sehen hier überall ganz schön schlecht aus. Da kann ich nicht drin bauen, das geht nicht. Einmal kurz weiter weg. Oh, da hinten und hier auf dieser großen Insel. Da muss ich erstmal gucken, ob ich hier eine Straße rüberzimmern kann. Das ist ja jetzt während des Kriegsmodus, glaube ich, noch gar nicht mit drin, ne? Oh. Zumal das ziemlich weit weg ist. Da komme ich ja gar nicht hin. Könnte höchstens versuchen. 2055, ja, ich glaub's auch. Nee, das Geld habe ich zurzeit nicht. Dann muss die Bananenrepublik warten. Achsenmächte, Handelsroute, ja, sind wir dabei. Haben wir denn schon was verkauft? Fisch? Nö, null. Warum? Das verstehe ich manchmal nicht. Kaserne wird noch gebaut. Ansonsten haben wir nichts weiter. Das Ding wird auch noch gebaut, das Baubüro. Den Arzt haben sie mittlerweile dorthin gesetzt. Den möchte ich gerne versetzen. Wie geht das? Es gab irgendwo eine Funktion dafür. Betäubung. Oder auch nicht. Schade. Na gut, hätte ja sein können. Die Rebellendrohung oder Bedrohung ist Mittel. Und das, obwohl ich 77% der Unterstützung bekomme. Durch die ganzen Ärzte und so weiter. Kann ich nicht ganz verstehen. Bin sehr nett. So, die können wir wieder loben. Achso, können wir nicht. Ich habe kein Geld mehr, Leute. Was macht ihr denn mit mir? Bringt mir Kohle. Also, geht doch. 14.000. Das sieht schon besser aus. Dann traue ich mich jetzt auch, den Weg zu bauen. Die Straße. Na, will er nicht? Schräg? Wohl nicht. Es ist noch zu weit. Warte. Bitte nochmal abreißen. Ich brauche mein Abrisswerkzeug. So. Neue Straße setzen. Okay, und jetzt kommen wir wenigstens rüber. Gut, dann haben wir jetzt eine Straße hierhin. Müssen jetzt noch die Straße dort verbinden. Eigentlich wollte ich dahin keine Straße bauen, sondern eher mit Häfen arbeiten, aber so geht es ja eben auch. Dann brauchen wir eine Plantage. Nahrung und Ressourcen. Ach Quatsch, keine Farm. Plantage für Bananen. Für die Bananenrepublik. Ja, möglichst so, dass alle Felder genutzt werden können. Ja, sonst bauen wir es schräg. Ist auch okay. Dann brauchen wir eine Straße. So,
sitzt, wackelt und hat Luft. Ein Transportbüro hierher wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich baue lieber noch ein Häfchen. Auch wenn das dann mit der Brücke völlig irrsinnig war. Transporteurhafen. Geht das so? Ja, muss bloß die Straße nochmal bauen. Huch. Ein Ausbruch. Nein! Uns war klar, dass das irgendwann passiert. Die Feuerwehr kann dagegen auch nichts tun. Aber der Ausbruch hat uns nicht getroffen. Gott sei Dank. Hier ist auch alles noch in Ordnung. Einiges muss noch fertig gebaut werden. Das kommt gerade. Wir haben jetzt 173 Einwanderer. Oder Bürger vielmehr. Rebellenbedrohung ist auf niedrig gesunken. Und wieder haben wir etwas Angriff abgeschlossen. Ist die beste Verteidigung, Präsident. 5 Ruf bei den Militaristen. Sehr schön. Auch wenn ich das Gold gut hätte gebrauchen können, beziehungsweise die Dollars. Aber ist egal. Eine Demonstration hat begonnen. 76% sind aber für mich. Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen. Dann kriegen wir auch welche. Genau. Ja, ein Transportbüro wäre hier drüben nicht schlecht. Es ist im Moment zu teuer. Wo bleibt das nächste Schiff? Oh, da kam's. 20.000 haben wir bekommen. Oh, großzügig. Sehr, sehr großzügig. Nehme ich gerne. Dankeschön. Baue ich nämlich noch ein Transportbüro. Baue das hier jetzt alles schnell fertig. So, und dann ist hier Ruhe. Jeder hat einen Arbeitsplatz. Alles ist gut. Achso, und wir können hier drüben auch gleich neue Wohnungen hinzimmern. Einmal ein Apartmenthaus. Auch wenn es hier drüben wahrscheinlich nicht ganz so schön ist. Aber das tangiert mich peripher. Und eine Baracke. Nee, das könnt ihr selber zimmern. Gut, die Rebellenbedrohung ist mittel. Das ist in Ordnung. Wir haben fast für jeden jetzt ein Häuschen. Im Almanach gucken wir mal, wie zufrieden die Leute sind. Bevölkerung. Obdachlose Familien 23, leerstehende Wohnungen 8. Das heißt, wenn die sich jetzt nicht in die Wohnungen quetschen, selber schuld. Die Baracke hat genügend Wohnungen und das Apartmenthaus wird auch noch ein paar Wohnungen bereitstellen für die 23, die jetzt aktuell noch obdachlos sind. Obdachlos, ja, obdachlos. Die Rebellenbedrohung ist wieder mal gesunken. Wir haben wieder Geld bekommen, alles ist gut. Wir müssen immer noch Gold exportieren, Bananen herstellen und so weiter. Und bauen jetzt eine neue Goldmine, weil wir nämlich mit dem Gold schön viel Kohle machen können. Dann können wir hier drüben nämlich auch noch eine hinstellen und dann produzieren wir richtig viel Gold und können das auch umarbeiten später in Schmuck. Oh, das wird schön. Werkwerk für Gold. Präsident, unsere Militärmaschinerie. Ja, ich baue gleich eine neue Militärbasis. Lass mich bitte erst eine Straße ziehen. Reicht noch nicht. Aber weiter geht's nicht. Ist nicht euer Ernst. Ah. So, neue Straße setzen. So, jetzt klappt's. Wunderbar. Ja, mit der Straßenführung, das ist noch nicht optimal. Da muss man vielleicht nochmal gucken, dass man das ein bisschen besser macht. Entwicklungshilfe, 9000 Dollar, sehr schön. Und wenn der nächste Frachter kommt, sind wir wieder reich. Das freut mich. Wie sieht es aktuell aus mit dem Handel? Fisch haben wir immer noch nicht verkauft. Wir brauchen tatsächlich einen neuen Fischerhafen. Mal sehen, ob wir drüben noch einen hinbauen können. Ich bin ja eher so derjenige, der durch Wirtschaft versucht, reich zu werden und nicht durch irgendwelche Piraten und sonst irgendwas, Abenteuer. Ja, doch. Könnte man hier hinstellen, ja. Gefällt mir aber noch nicht ganz so. Guck mal, wenn wir hier jetzt eine Straße hinzimmern, oder wir machen die hier hin. Jo, das ist okay. Dann hat er auch seinen Hafenanschluss, alles ist gut. Und wir bekommen jetzt jede Menge Fisch. Bananen herstellen läuft. Hoffentlich kriege ich dadurch Kohle. Wir haben jetzt durch einen Frachter auch wieder Kohle bekommen.
Und wir kümmern uns langsamer um unsere Leute, dass wir denen auch mal was Schönes bieten können, wie zum Beispiel das Restaurant. Damit die mal ein bisschen Spaß haben. Spaß ist bei uns ja hier im Moment Mangelware. Ihr habt jetzt die Taverne, was habt ihr da jetzt? Für ein Zeichen? Das muss ich mir gleich mal näher angucken, jetzt gibt's erstmal das Restaurant. Ich habe keine Ahnung. Zu wenig Arbeiter. Nee, noch ein Restaurant gibt's erstmal nicht, machen wir später. 71% Unterstützung haben wir jetzt aktuell. Und die Bergwerke sind fertig gebaut. So, wir werden jede Menge Arbeiter benötigen. Also bitte kommt alle nach Tropico, wir brauchen euch und euer Bestes. Wir wollen euer Bestes, eure Arbeitskraft. Eine Demonstration hat wieder mal begonnen und so langsam kommt Geld wieder rein, wenn auch nicht viel. Da kommt der nächste Frachter und bringt 7.594 Dollar, das ist nichts. Das ist schwuppdiwupp gleich wieder weg. Wo kommt der nächste Frachter? Nirgendwo. Rebellenbedrohung ist weiterhin Mittel. Hier drüben wird das Restaurant gleich gebaut. Alliierte schicken Entwicklungshilfe, 8.000. Das sind meine besten Freunde. Wo sind die Alliierten? Politik. So, wieder gelobt und damit sind die Achsenmächte wieder befriedigt. Alles ist gut. Wir könnten noch eine zweite Botschaft machen für die Alliierten, aber ich glaube, das würde den Achsenmächten nicht ganz so gefallen. Ja, das Ding muss noch fertig gebaut werden, unsere Fischerhütte, und dann kriegen wir wenigstens ordentlich Fisch. Hier kommt eine. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Anscheinend haben die Bären die Bullen gefressen. Was für ein Chaos! Wir sollen eine Bank bauen. Okay, guck ich mal, ob ich das schon kann und wie viel die Blueprint, die Blaupause benötigt. Luxus, Medien, Tourismus wird ja Regierung und Finanzen sein, ne? Bank, da. 7.500, ja, ich glaub's auch. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht jetzt. Eine Polizeiwache könnte ich gebrauchen. Denn der Schutz unserer Bürger geht uns alle an und gerade dort, wo das Hafengebiet ist, seht ihr selber, gibt es nicht unbedingt gute Leute. Stellen wir gleich hier oben mit hin.